So Leute, ich bin ja wirklich nicht der, der so Social Media technisch seinen Senf immer zu allem dazugeben will, zu jedem, der hier und da irgendwas hat, einen Skandal oder gestorben ist oder irgendwas. Aber beim Greg Plitt war es so, dass ich in Bangkok auf dem Tuk-Tuk saß und mein Kollege, der Martin, ist durchgescrollt durch Facebook und meinte so: Hey Karl, Mann, du hast doch immer von diesem Greg Plitt gesprochen. Und dann meinte ich so: Ja klar, Mann, der hat doch gesehen, wie ich ständig immer Motivationsvideos von ihm laufen habe, vor allem Greg Plitt Quotivation, also nicht Motivation, sondern Quotivation von seinen Quotes, also von seinen Sprüchen immer. Und selbst jetzt, wenn ich es gerade sage, ja, ich habe hier gerade Gänsehaut drunter. Und er meinte so: Hey, der ist gestorben. Und dann habe ich so: Hey, verarschen, wie ist der gestorben? Und so, dann bin ich auf sein Instagram drauf, da stand nichts. Bin ich auf sein Facebook drauf, stand nichts. Dann habe ich ein bisschen rumgesucht und dann bin ich zuerst bei Wikipedia drauf gekommen: Greg Plitt von bis und dann so: Greg Plitt was. Ich so: Was war und so? Ich so: Fuck, Mann, ja. Und ich weiß noch, wie sich alle meine Haare aufgestellt haben. Ich hatte überall, ja, ich hatte überall Gänsehaut. Das ist mir so: Shit, Mann, weil. Und das ist jetzt eben das Krasse: Ich wollte ihn dieses Jahr noch treffen. Ich wollte dieses Jahr nach L.A. gehen, ich wollte ihn treffen, egal was es kostet. Ich hätte das Management angerufen, ob das jetzt 10.000 Dollar gewesen wären oder von mir aus, wäre mir scheißegal gewesen. Ich wollte wirklich Greg Plitt treffen, das wäre mir extrem wichtig gewesen, denn er war so der erste Typ im Bereich Fitness. Ich meine, Arnold Schwarzenegger ist ja klar, das ist eine andere Kategorie im Endeffekt. Das war Bodybuilding, das war Business, das war Politik, Schauspiel, aber Greg Plitt war in diesem Fitnessbereich noch vor Rob Riches und vor Baywatch und vor den ganzen anderen Leuten. War der so für mich die Nummer 1, aber nicht vom Körperlichen her, ja, weil es war klar, er hat einen ultra geilen Body, aber ihn hat nie sein Körper oder seine Ästhetik so ausgemacht für mich. Für ihn, ja, für mich, das war immer die Sprüche, die Motivation, diese kurzen 5-minütigen Clips, die Interviews, ja. Ich war wahrscheinlich einer der allerersten, die sich sein Programm gekauft haben für, das waren 20 Dollar pro Monat oder so. Da habe ich mir sein Programm gekauft. Und dann konnte man da immer monatlich die Videos anschauen. Und das hat mich echt getroffen. Und das sagt uns halt einfach wieder: Hey, erstens mal, man darf sich nicht über wirklich, schon mal, Leute fragen mich: Hey, was denkst du über deine Haters und so? Oder regst du dich auf, wenn dich jemand beleidigt? Hey, das ist alles. Schau mal, hier stirbt einfach jemand. Hat sein Leben aber wirklich richtig. Also, ich denke, er hat wirklich das Maximum bis zu diesem Zeitpunkt rausgeholt. Also, ich kann vor ihm nur einen Hut ziehen. Ich finde es richtig krass, was er alles ge geleistet hat. Und scheiß doch mal auf die kleinen Dinge, Mann. Scheiß doch aufs Haten. Scheiß auf die kleinen Dinge. Scheiß darauf, wenn man mal irgendwie ein Problem hat in der Schule oder Finanzen oder mit der Beziehung. Das sind alles kleine, das ist alles ein Witz, Mann. Das ist alles ein Witz. Fokussieren wir wirklich auf die großen Dinge. Leben wir jeden Tag, Mann. Dieser eine Spruch, ja, der bleibt mir so im Kopf. Der bleibt mir so krass im Kopf. Das Bild habe ich schon seit über einem Jahr und das war auch ein Grund, warum ich mir den Ferrari F12 gekauft habe. Da war ein Bild mit dem Ferrari F12 und drunter stand: Everyone dies, but not everybody lives. Jeder stirbt, aber nicht jeder lebt. Und der Greg Plitt hat verdammt nochmal gelebt. Und der hat mir auch geholfen, noch krasser zu leben und jeden Tag zu leben. Und bitte Leute, geht aufs Positive. Schaut in die positive Richtung. Nehmt das Leben nicht so ernst, Mann. Die ganzen Probleme, das Ganze, das ist alles ein Witz, Mann. Das ist alles ein Joke. Ich war gerade in Bangkok, ich war in Thailand, Mann. Da gibt es Leute, Mann, die sind so im Arsch, ey. Was mein Vater mir damals erzählt hat, als er auf dem Kilimandscharo war in Tansania, Mann. Da werden Leprakranke, werden von Kindern mit Steinen abgeworfen. Das heißt, alles, was uns widerfährt, Mann. Mann, selbst wenn ich meinen Ferrari gegen den Baum heizen würde, das ist ein Witz im Vergleich zu dem, was wirklich passieren kann. Wenn ihr mal einen Kratzer ins Auto reinbekommt, wenn eure Freundin mit einem anderen Typen knallt, man, oder euch fremd geht, oder wenn ihr mal Scheiße baut, oder wenn ihr in der Schule mal einen Sechser schreibt, oder wenn ihr mal ein Semester durchfliegt, oder wenn ihr euer Studium. Das ist alles, Leute, das ist alles ein Witz, Mann. Bleibt wirklich dran. Ja? Macht mehr, redet weniger. Mehr machen,
weniger reden, mehr pushen, mehr ins Positive, weniger ins Negative. Und nochmal danke, Greg Plitt. Rest in Peace, Mann. Ich hätte dich gern getroffen. Es war mir eine Ehre, deine Videos anzuschauen, Mann. Aber genau diese Sachen, ja, mit der Persönlichkeit, das ist auch der Punkt, den ich mir persönlich als allerhöchstes Ziel stelle und den ich auch den anderen Leuten mitgeben will. Ja, beispielsweise auch bei meinen Seminaren, ja, bei meinen Videos. Das ist so der Punkt, den ich rüberbringen will im Endeffekt. Ich hoffe, dass ich euch sehen kann. Ich hoffe, dass ich euch sehen werde, ja, bei meinen Seminaren. Und auf jeden Fall, Greg, Mann, du hast mir so viel mitgegeben. Vielen Dank nochmal dafür. Haut rein, Leute. Ciao. It's always the heart of the champion that matters. And here we start. Get the mind right, the body will follow. You lose some battles in life, but if you always put your heart and passion forward first, as your main objective, you will win the war. That's what gives you the strength. You get off the ground. I'm trying to fight hard, man. Staying tough, guys. When I start to hit failure, don't start crying, start smiling, because now you're actually transforming. Do that shit every day, on every rep. Whether it's in the gym, or studying for your tests, you put that kind of effort into any endeavor in life, it's gonna bear the fruits of your labor. Become that person you want to be. Stop the fucking talking. Fucking put some action behind those words, man. We're not here to fucking dance. We're here to perform. Here to get stronger. Effective workouts. Efficient. You got the work ethic. Apply efficiently in the direction you want to go. Otherwise, stay the fuck home. That's how we do it, Grip.com, man. Woo! What a workout, man. Grow this year, man. We're gonna make it all happen. Greg Plitt, help me stay fit. Thanks for watching.